Hallo, kann man mich gut verstehen zuerst mal? Ja, wunderbar. Ich habe euch 10 Überraschungen mitgebracht, die ich im letzten Jahr gesammelt habe beim Kreieren von Chatbots. Starten wir mit dem ersten. Ich bin Vater geworden. Zumindest kommt mir das manchmal so vor. Und was das mit Chatbots zu tun hat, klären wir auch in der nächsten halben Stunde. Meine erste Überraschung, verdammt meine Routinen. Man kennt das im Arbeitsalltag, man hat Prozesse und Strategien, wie man an Dinge rangeht, Routinen eben. Heute, seitdem ich mit Chatbots und Conversational Interfaces zu tun habe, sind die alle irgendwie dahin und ich bin auf einer täglichen Entdeckungsreise eigentlich in dieser neuen Ära, in diesem Metier. Das reicht von Konversationskonzepten, Best Practices entwickeln, aber auch Trend Research, was gibt es für neue Bots, was gibt es für neue Techniken auch, um die Erfahrung noch besser zu gestalten. Dazu gehören auch eine ganz wichtige Quelle für mich immer Meetups und Hackathons. Das sind immer so die gewinnbringendsten Veranstaltungen eigentlich, dass man sich mit anderen Menschen dazu austauscht aus der Praxis und ja, auch solche Veranstaltungen wie heute. Also da sein, über Chatbots sprechen, über Conversational Interfaces sprechen. Das sind so alles diese Bereiche und das war am Anfang eine große Überraschung für mich, weil ich dachte, okay, wir fangen damit an und es gibt bestimmt schon ein Fundus, so macht man das. Und es gibt eigentlich wenig Best Practices. Es entwickelt sich gerade, aber wir haben keine fertigen Konzepte und es ist immer so ein bisschen die Frage gewesen, wo fangen wir eigentlich an? Wie baut man denn jetzt ein Chatbot eigentlich? What the fuck? Das ist eine Entgegnung, die ich öfter höre. Eine Überraschung für mich auch. 70% der Nutzer, mit denen ich spreche oder mit den Personen, auf die ich treffe, die haben noch nie einen Chatbot benutzt. Ich weiß nicht, wie ist das hier? Hat schon mal jemand mit einem Chatbot interagiert, das schon mal ausprobiert? Ja? Ah, gar nicht so wenig. Okay, prima. Dann vielleicht einen einleitenden Satz dazu. Chatbots sind im Prinzip kleine Computerprogramme, mit denen ich mich in natürlicher Sprache über ein Chat-Interface unterhalten kann. Mein Interface kann die Sprache sein, wie zum Beispiel bei Amazon Alexa oder Google Home, aber auch ein Text-Interface im Facebook Messenger, auf Slack oder in einem anderen Messaging-Dienst. Und was wir aktuell noch vorfinden, ist, dass Chatbots relativ schwer aufzufinden sind auf den Plattformen. Wenn ich nicht irgendwo eine Pressemitteilung als Unternehmen rausbringe oder auf einem meiner Website drauf verweise, die Plattformen, ich weiß gar nicht warum, es ist bestimmt nicht böse Absicht, aber sie machen es uns unheimlich schwer, Chatbots zu finden. Wenn man mal versucht hat, im Messenger einen Chatbot zu finden, kommt man öfter mal auch in den falschen Thread und will dann mit dem Chatbot sprechen und hat dann aber einen wirklichen Menschen dabei. Passiert mir auch, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also da haben wir es noch ein bisschen schwer. Daraus resultiert auch so ein bisschen, dass wenn Menschen das erste Mal mit einem Chatbot interagieren, ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Fähigkeiten von Chatbots ein bisschen überschätzt werden an vielerlei Stellen. Das mag natürlich einmal daran liegen, dass es als die große Revolution angekündigt wird an vielen Stellen, aber es liegt eben auch daran, dass viele Menschen noch keine Berührungspunkte damit hatten. Das ist dann meistens so die Vorstellung, die der Nutzer hat, wenn er das erste Mal auf einen Chatbot trifft oder wenn man sich so Gedanken macht, was man so hört, Artificial Intelligence, das ist so ein allmächtiger Supercomputer im Hintergrund, der sich wie ein Mensch verhält und alles weiß. Die Realität sieht eher so aus. Das ist aktuell, so würde ich es bezeichnen, der Stand, wo Chatbots gerade stehen. Deswegen habe ich auch manchmal, um mein Eingangsstatement zu erklären, das Gefühl, Vater geworden zu sein, weil Chatbots machen wirklich die ersten Schritte, auch die dahinterliegende künstliche Intelligenz, das NLP, die Natural Language Processing Module und Plattformen, die eben dafür sorgen, dass die Eingaben des Nutzers interpretiert werden können, verstanden werden von der Maschine, die man jetzt flächendeckend einsetzen kann, sind gerade noch am Anfang. Wir machen erste Schritte auch in diesem Metier, im Metier UX Design für Voice Interfaces und für Chatbots. Und es ist ein langfristiger Prozess. Also ich glaube, wir brauchen noch so 2 bis 3 Jahre, bis wirklich natürliche Interaktionen von Smalltalk bis vernünftiger
Konversation wie mit einem Menschen möglich ist. Deswegen, im Moment ist es tatsächlich so ein bisschen wie Laufen lernen bei Chatbots. Man muss rausgehen, man muss scheitern, mal hinfallen, daraus lernen und am Ende steht dann der Erfolg. Genau. Deswegen, meine Aufgabe ist es so ein bisschen, beim Laufen lernen, alles Gefährliche wegzuräumen, an alles zu denken, am besten vorher, was schief gehen könnte, um alles auszurichten, dass es gut wird, aber oft kommt es halt trotzdem dazu, dass man mal hinfällt und der Chatbot nicht weiter weiß oder der Nutzer mit dem Chatbot auch nicht klarkommt. Deswegen, der Startpunkt, den ich immer wähle und den wir auch empfehlen, ist, mit kleinen, begrenzten Use Cases zu starten, die einerseits für den Nutzer leicht zu handeln sind, dass es leicht verständlich ist, was kann ich hier machen, und dass es natürlich auch für den Bot leicht verständlich ist, wie kann ich denn mit dem Menschen interagieren. Denn aktuell sind wir noch in einem Stadium, wo Bots und Nutzer sich so ein bisschen aneinander gewöhnen müssen. Das liegt einerseits an der Technik, an den Limitierungen der Technik und an der Unerfahrenheit der User. Deswegen also spontane Abschweifungen im Gespräch, wie man das gerne unter Freunden macht, von einem Thema zum nächsten springen oder dynamische Gesprächswechsel. Das ist mit Chatbots aktuell, gerade auch in Textinterfaces, eine relativ heikle, schwierige Sache. Da kommt es dann öfter mal zu Hiccups. Aber wir lernen mit jeder Interaktion als UX-Designer und ich sehe das auch in den Daten, die wir bekommen von den Chatbots, von den Interaktionen. Und die Maschine lernt natürlich auch, gerade wenn wir solche Plattformen zum Natural Language Processing dahinter haben. Mit jeder Interaktion wird der Bot schlauer. Genau. Conversational UX, was ist das eigentlich? Wie ich schon sagte, AI, es macht alles erste Schritte. Es ist viel Artificial Intelligence auch schon drin. Aber der aktuelle Stand meiner Meinung nach ist, 80% sind Drehbuch, also eine mehr oder weniger geskriptete Konversation mit einigen Alternativwegen, die man drin hat, um es dynamisch zu gestalten. Und 20% sind tatsächlich erst Artificial Intelligence. Jetzt, wie fängt man denn eigentlich an, einen Chatbot zu gestalten? Das war so die Grundfrage, als ich angefangen habe mit dem Thema und ich habe an Drehbücher gedacht. Wir haben ein Szenario. Der User möchte einen Service nutzen, möchte eine Aufgabe erledigt wissen vom Chatbot. Er hat also ein Problem. Ist also unser Protagonist in der Geschichte. Sein Problem ist der Antagonist und er hat einen hilfreichen Sidekick, Batman hat Robin, und der User hat hoffentlich den Chatbot an seiner Seite. Das war sozusagen das Grundsetup, von dem ich ausgegangen bin, als ich diesen 7-schrittigen Prozess, den ich hier oben abgebildet habe, zusammen mit unserem Team entwickelt habe. Und genau, es ist relativ viel Handarbeit, es ist relativ viel Research immer noch, Erfahrungswissen. Wir brauchen viele Daten, um wirklich anfangen zu können, einen Chatbot zu befähigen, die ersten Schritte zu machen. Und es ist halt noch nicht so viel Artificial Intelligence. Deswegen, das erste Gespräch geht meistens schief. Entweder weil der Nutzer den Chatbot nicht versteht oder weil der Chatbot den Nutzer nicht versteht. Was ich oft gesehen habe, ist, Nutzer ignorieren gar nicht böswillig, aber unbewusst Hinweise. Also so eine Begrüßungsmessage sieht klassischerweise so aus, dass man den Nutzer nett begrüßt und sagt, ich bin ein Chatbot, ich kann dieses und jenes für dich tun. Und gerade in einem Service-Kontext ist es meistens so, dass die Leute sehen, ach ja, Chat, ich kann irgendwie was schreiben, ich schildere mein Problem sehr ausführlich, wie am Telefon auch, und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann gibt es meistens diese Hiccups, weil es zu viel Input ist oder es am Thema vorbeigeht. Auf der anderen Seite wollen Nutzer auch Bots immer gerne herausfordern. Das habe ich auch festgestellt. Da werden dann fiese Trickfragen gestellt. Bist du verheiratet? Was ist dein Lieblingsbot? Und solche Sachen. Und deswegen, das kann man nicht alles vorab antizipieren und dem Bot mitgeben auf dem Weg. Da kommt es dann eben zu diesen Gesprächsabbrüchen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der macht es sich ganz schön einfach. Erstmal hat der Nutzer natürlich immer Schuld. Das wäre jetzt der einfache Weg. Aber das wäre der schlechte Ansatz. Ich würde einfach mal sagen, aktuell ist es so, das Verhalten der Nutzer in der Interaktion mit den Chatbots zeigt mir eigentlich jeden Tag, wenn ich reinschaue in die Konversation, was unser Zielbild eigentlich sein müsste. Das Idealbild erkennt man in der Interaktion mit dem Nutzer. Und meine Aufgabe sehe ich auch darin, die Conversational Interfaces, Chatbots, wie man es auch immer bezeichnen möchte, näher auch an den Menschen zu rücken, dass man eben vernünftige Gespräche oder sinnstiftende Gespräche auch mit einem Chatbot führen kann. Im Moment haben wir also
die Situation, dass wir so ein bisschen um die Limitierungen der Interfaces, aber auch der Artificial Intelligence-Kapazitäten herumbauen und versuchen, eine möglichst gute Erfahrung zu stricken mit dem, was gerade aktuell da ist und eben versuchen, mit Keywords oder mit großen Anleitungen auch, so benutzt du mich. Das sind die Eingaben, die ich verstehe, dem Nutzer immer so ein bisschen zur Seite zu stehen auch. Das ist so der aktuelle Stand. Was wir bald wahrscheinlich sehen werden, ist eine rasche, also es passiert unheimlich viel in dem Thema AI, Natural Language Understanding. Wir werden die nächsten Schritte auf jeden Fall gehen, aber wir haben noch ein gutes Stück Wegstrecke vor uns, dass sich die Technik wirklich auf den Nutzer zubewegt. Aktuell sind wir eher mal so ein bisschen da, ich weiß nicht, wer einen Alexa schon mal bedient hat, dass der User eigentlich ein bisschen in der Pflicht ist und die Kommandos sich merken muss im schlimmsten Fall, weil ihm eben keiner zwischendurch mal sagt, das kannst du mich fragen, um die Technik bedienen zu können. Eigentlich müsste es andersrum sein. Deswegen, die größten Herausforderungen sind eigentlich aktuell, wie gestalte ich denn die erste Begrüßungsnachricht und wie gestalte ich denn das sogenannte User-Onboarding? Wie kriege ich ihn denn rein in die Konversation, sodass er sinnvoll mit dem Bot interagieren kann? Deswegen sind wir gerade bei einem Kompromiss aus Technik und Nutzerverhalten auf der anderen Seite und müssen natürlich auch immer die Balance wahren. Ich kann so ein Gespräch jetzt nicht mit 100 Hilfestellungen überfrachten, dann macht es auch keinen Spaß mehr, dann ist es mühsam. Also das ist auch immer eine tägliche Herausforderung, wo hilft man und wo ist es eigentlich gar nicht nötig, so viel zu sagen. Wo findet sich die Konversation schon irgendwie zurecht? Das sehen wir auch ganz oft. Meine Rolle als UX-Designer, eine kurze Zusammenfassung. Ich hatte kein anderes Bild, das ist jetzt kein Narzissmus, deswegen ist mein Bild da oben. Dann hat die Folie auch ein Bild. Ich bin auf einer Entdeckungsreise, ich forsche im Prinzip, ich höre ein bisschen auf die Nutzer und erforsche eigentlich das Nutzerverhalten. Was denkt eigentlich ein Nutzer, wenn er auf einen Chatbot trifft? Das kann ich natürlich nur ableiten aus dem, wie er mit dem Chatbot spricht, aber das ist so meine Hauptaufgabe, die ich aktuell sehe. Dadurch natürlich auch, welchen Scope, also welchen Umfang darf denn ein Bot überhaupt haben, damit ich gut mit ihm interagieren kann, damit der Nutzer es auch noch versteht und damit es wirklich auch zielführend ist. Das ist auch ein großes Thema. Und wie ich gerade schon beim Laufenlernen gesagt habe, ich versuche so ein bisschen Starthilfe zu geben, eine angenehme Erfahrung zu gestalten, dass Nutzer gerne mit Bots interagieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sie so zu gestalten, dass sie auch gut miteinander harmonieren. Manchmal tut das auch ein bisschen weh. Man überlegt sich viele Sachen, hat sich das beste User-Onboarding der Welt überlegt, zumindest im Büro, versucht es dann auch natürlich durch Testen vorab, bevor ein Bot live geht, zu verifizieren, macht das denn Sinn, spricht mit den Kollegen, spricht mit Freunden und Familie und startet dann erstmal mit einem Onboarding oder mit einem Konversationsflow und tritt dann im Prinzip in den Kontakt mit dem richtigen User, der wirklich sein Problem in der Sekunde hat, seine Ablenkung vielleicht auch gerade, weil er gerade Fernsehen guckt und nebenbei mit dem Chatbot textet und nicht so genau alles durchliest. Und dann tut es schon manchmal so ein bisschen weh, wenn man drauf guckt und sagt, okay, ja gut, war wohl doch nicht so verständlich, da ist dann doch wieder an derselben Stelle was falsch gelaufen. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr hilfreich und man lernt ganz viel aus diesen Interaktionen. Das Prinzip, was ich immer versuche umzusetzen, ist auf der einen Seite eine Interaktion zu schaffen, die Spaß macht, die einfach und angenehm ist, aber auch eine Minimal Viable Interaction anzustreben. Also, dass wir wirklich zielgerichtet die Aufgabe lösen, das Problem lösen und nicht zu viel Shishi drumherum ist, sondern der straighte Pfad zum Ziel. Dann geht auch weniger schief meistens. Deswegen, zuhören, lernen, verbessern, zuhören, lernen, verbessern, das ist eigentlich so der tägliche Kreislauf und ich glaube, ich habe auch wieder eine Routine gefunden, zuhören, lernen und verbessern. Das ist eine der Routinen, die sich so langsam rauskristallisieren bei mir in meinem Arbeitsalltag. Auf der anderen Seite, Prototyping ist super einfach geworden durch Chatbots. Mein Tech-Stack, ist gar nicht so viel Tech, habe ich euch einmal hier aufgeführt. Das Design-Tool Nummer 1 ist eigentlich unsere Sprache. Prototyping findet im Prinzip in jedem Gespräch statt. Bevor wir Nutzererfahrungen konzipieren, gehe ich auch ganz oft, gerade wenn ich irgendwie hängen bleibe und sage, hey,
macht das überhaupt Sinn? Gehe ich ins Gespräch mit meinen Kollegen, mit Freunden, mit der Familie, auch mit Leuten aus meiner Familie, die noch nie mit Chatbots interagiert haben und versuche ihnen zu erklären, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe und ob sich natürlich anfühlt, die Sprache, die der Bot spricht und auch die Eingaben, die der Nutzer machen kann, ist das ein natürlicher Dialog. Und darüber lerne ich immer ganz viel und kann im Prinzip, bevor ich mich an den Tisch setze und einen Chatbot wirklich aufbaue, schon unheimlich einfach und schnell zugänglich Prototyping betreiben. Das Design-Tool, also neben der Sprache ist das Design-Tool des Paper-Prototypes auch unheimlich wichtig. Man kann seine Gedanken so ein bisschen kanalisieren, kann verschiedene Varianten an der Wand mit Post-its ausprobieren und kommt im Prinzip innerhalb von ein paar Stunden, kann man im Prinzip dreimal den gleichen Chatbot in einer anderen Ausgestaltung bauen. Im nächsten Schritt, das ist dann schon ein bisschen technisch weiter, gibt es solche Mockup-Tools wie zum Beispiel Bot Society. Das sind meistens so Drag-and-Drop-Interfaces, wo man die Interaktion, wie man sie sich an der Wand auf dem Post-it überlegt hat, auch tatsächlich live umsetzen kann. Da kann man dann ein Video exportieren, kann verschiedene Dinge auch anklicken in einem Interface und es geht wirklich total schnell, weil der Sprung von der Wand, vom Paper-Prototype hin zum Mockup und zum Interface, was ich auch bediene, teilweise auch mit Buttons oder Menüelementen, ist auch nochmal eine andere Erfahrung. Da sind diese Tools wirklich eine große Hilfe, um da schon sehr nah an das Endprodukt zu kommen. Und zu guter Letzt Botbilder. Wir setzen stark auf Botbilder aktuell, gerade auch, weil sie es einfach machen, schnell mit einer Lösung zu starten, sie auch live mit Nutzern zu testen und fertig im Prinzip zu distribuieren. Und man sich nicht hinsetzen muss und sehr lange vom weißen Blatt programmieren muss. Das ist natürlich auch eine andere Variante, die absolut möglich ist, aber es gibt zahlreiche, ich weiß gar nicht wie viele, es gibt bestimmt über 40 Bot-Building-Tools, die alle ein bisschen anderen Ansatz fahren, aber die es einem sehr leicht machen, auch in diese Thematik zu starten. Also wenn von euch jemand jetzt nach meinem Vortrag vielleicht oder allgemein Lust hat, Chatbots zu bauen oder sich daran auszuprobieren, meldet euch bei ChatFuel an und baut einfach was. Ihr könnt es auch auf den Plattformen testen und ausprobieren und es ist wirklich sehr zugänglich und einfach. Schluss mit dem Personality-Wahnsinn. Da stelle ich mich bewusst etwas in den Gegenwind, weil aktuell haben wir so eine Art Mantra oder Trend: Wenn wir einen Chatbot haben, der muss unbedingt eine total tolle Personality haben. Der braucht einen eigenen Namen, es muss ein Avatar gestaltet werden, der auch gut aussieht. Er muss witzige Entgegnungen bringen können, wenn jemand was Freches fragt und so weiter und so fort. Auf der einen Seite, ja, richtig, Personality in einer Art und Weise, auch um die Erfahrung angenehm zu gestalten, gehört dazu und ist auch der Schlüssel für Akzeptanz beim User, weil es netter ist mit Martin oder mit Mildred oder wie auch immer zu sprechen, mit jemandem zu interagieren, der auch eine Eigenart hat in der Art, wie er spricht. Aber ich glaube, das ist oft, wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Es wird viel Zeit auf Personality verwendet, ohne die Balance so richtig im Blick zu haben. Wann ist es eigentlich zu viel? Wann gleiten wir eigentlich ab? Und wann sind wir nicht mehr in der Minimal Viable Interaction oder wie wir es auch immer nennen wollen? Wann ist es nicht mehr sinnstiftend? Die Grundfrage, die wir uns eigentlich stellen sollten am Anfang, ist, wie sprechen meine Nutzer? Wie könnten sie eine Anfrage bei mir an meinen Chatbot richten, den ich gerade entwickle? Und was muss er eigentlich verstehen? Und nicht, wie muss der Chatbot jetzt auf eine witzige Frage eine Entgegnung haben? Das kann man auch im zweiten oder im dritten Schritt machen. Deswegen, die Balance ist sehr wichtig und man sollte sprechen wie ein Mensch auf eine Art und Weise, weil man mit Menschen interagiert. Aber man sollte den Chatbot nicht so entwerfen, dass er auch wie ein Mensch wirkt. Also man sollte auch immer klar machen bei einem Chatbot, dass er ein Chatbot ist und nicht den Nutzer im Glauben lassen, dass er jetzt mit einem echten Service-Mitarbeiter oder mit einem Ansprechpartner, mit einem Menschen spricht. Denn sonst kommen wir auch in den Bereich, das nennt sich Uncanny Valley, dieses unterschwellige Unbehagen, wenn man mit Maschinen oder Interfaces interagiert, die irgendwie menschlich wirken auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber immer wieder auch durchscheinen lassen, dass sie gar nicht menschlich sind und ihre Fehler offen zutage treten im Gespräch. Deswegen, das ist immer die ganz große Herausforderung und die ganz große Gefahr.
Smalltalk, der erste Schritt ins Verderben, schließt sich auch an mein Eingangsstatement zum Conversational Interfaces an. Es ist tatsächlich wie ein Labyrinth, oder das Smalltalk hat das Potenzial, in einen Labyrinth auszuarten, denn das kann Spaß machen. Viele Leute haben auch Spaß dran, durch Labyrinthe zu laufen. Man kann sich aber auch verlaufen und dann verhungert man im Labyrinth. Und dann verhungert auch die Konversation mit einem Bot, wenn man zu viel Kleinigkeiten hat. Deswegen, Smalltalk ist wichtig für die Personality, für die Tone of Voice vom Bot. Also Entgegnungen auf, wie heißt du, wie wird das Wetter. Das kann man, das sehe ich jetzt auch, das sind oft gefragte Dinge, die kann man antizipieren. Da kann man tatsächlich auch eine Entgegnung mit einbauen, aber wenn es dann tatsächlich um die Erfahrung geht und wenn es darum geht, wie löse ich jetzt mein Problem, wie bewältige ich die Aufgabe für den User, wie macht das der Chatbot, dann sollte man meiner Meinung nach nicht zu viel auf Smalltalk geben und nicht zu viele Gesprächsanlässe geben, die links und rechts abweichen könnten, weil wir im Prinzip das Potenzial haben, zwischen jeder Abzweigung, zwischen jeder gedanklichen Abzweigung im Dialog, dass der Dialog zerstört wird mit dem Bot. Weil wir halt so den Widerstreit aktuell noch haben, NLP-Fähigkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Anforderungen an einen unstrukturierten Dialog, wie man das mit Freunden zum Beispiel führt. Deswegen, man muss sich daran tasten und man sollte Smalltalk möglichst ja, an Stellen einsetzen, wo es passt, aber auch immer maßvoll einsetzen, weil es wirklich großes Risikopotenzial bietet. Das Ende ist offen. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis eigentlich gewesen. Wenn man das sieht, das ist, so würde ich den aktuellen Stand von Chatbots bezeichnen. Chatbots ist ein Phänomen oder es ist eine Entwicklung, die haben wir seit 2,5, vielleicht 3 Jahren. Und der aktuelle Stand bei Chatbots ist ungefähr so wie Websites von 1996, wie diese schöne Website von dem Film Space Jam. Wir haben unheimlich viele rasante Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, auch das Sprachverständnis, die Plattformen werden immer besser, aber wir stehen trotzdem ganz am Anfang und das sollte man auch immer im Hinterkopf haben. Es ist unheimlich einfach, wie ich schon sagte, Bots zu bauen, da reinzustarten in diese Domäne, das auszuprobieren, unter anderem auch durch die Bot-Building-Plattform. Es gibt wenig Einstiegshürden und man lernt relativ schnell relativ viel über Bots, wenn sie im Einsatz sind, aber auch wenn Bots gerade ein kleines Hype-Thema haben. Don't trust the hype. Versucht es, baut was und probiert es aus, aber ja, lasst euch nicht blenden davon. Wir sind noch ganz am Anfang. Das waren meine Top 10. Verdammt, meine Routinen, wo sind sie hin? Meine tägliche Entdeckungsreise. What the fuck? Bots sind ein neues Phänomen. Viele Leute und viele User haben noch nicht mit einem Bot interagiert. Ich bin Vater geworden, Bots sind, man begleitet Bots im Prinzip als UX-Designer und muss mit ihnen die Reise gehen. Wir haben 80% Drehbuch, 20% Artificial Intelligence. Das erste Gespräch geht meistens schief, wir müssen viel lernen davon. Meine Rolle als UX-Designer ist tatsächlich forschen, ausprobieren und auf viele der Anforderungen, die ich heute genannt habe, habe ich auch noch keine Lösung. Ich probiere da auch jeden Tag aus und wir nähern uns dem an und es macht unheimlich viel Spaß, aber wir haben noch einen Weg zu gehen. Prototyping ist auf der anderen Seite sehr einfach, man kann es sehr schnell betreiben und man sollte das auch wirklich nutzen. Also es gibt viele Unwägbarkeiten, an die kann man nicht denken, wenn man es nicht vorher einmal ausprobiert hat, auch in einem frühen Stadium. Personality dosiert einsetzen, nicht in einen Wahnsinn verfallen und Smalltalk auch maßvoll einsetzen, weil tatsächlich da viel Potenzial sitzt, dass der Dialog zerstört wird. Das Ende ist offen, aber es wird spannend auf jeden Fall. Ich hoffe, der Vortrag war auch ein bisschen spannend. Wenn jemand mit mir in Kontakt treten will, seht ihr da oben meine Kontaktdaten. Und für diejenigen, die schon mal einen Bot ausprobiert haben, aber insbesondere für die, die noch nie mit einem Bot interagiert haben, Space & Lemon, die Innovationsagentur, bei der ich arbeite, hat einen eigenen Newsbot. Die URL findet ihr hier, könnt ihr Messenger nach Space & Lemon suchen. Da gibt es jede Woche 3 digitalen News, jeden Montag. Mit unserer Einschätzung, mit der News, mit unserer Einschätzung und auch einem Takeout, was man mitnehmen kann, wie man sich weiter mit der Thematik beschäftigen kann. Und wir suchen gerade Personal, wenn ihr Lust habt. We are hiring. Dankeschön.
Applaus